Auf Level 16 entwickelt sich das Starter-Pokémon Glumanda zu Glutexo. Tatsächlich verändert sich an den Attacken und den Typen nichts, weswegen ich nur das Aussehen beschreibe. Glutexo ist ein zweibeiniges, reptilienähnliches Pokémon, das rot und beige ist. Es besitzt einen agilen Körper und die dreieckigen Augen bestehen aus weißer Lederhaut, blauen Iriden und schwarzen Pupillen. Das Maul ist relativ breit und es kommen vier Eckzähne hervor. Typisch für Reptilien hat Glutexo keine Nase, sondern nur Nasenlöcher und der Oberkiefer ist schnabelartig nach vorne gebogen. Seine Oberarme sind dünner als die Unterarme und an den Händen und Füßen besitzt es drei spitze Krallen. Tatsächlich war es das schon wieder alles. Diesmal ein sehr kurzes Video, da ich aber die ganzen alten Informationen eben nicht wiederholen möchte, aber ich sie auch nicht vorenthalten möchte und euch nicht zwingen möchte, das Commander-Video zu gucken, gebe ich euch hier eben nochmal die Informationen zum Pokémon allgemein, das sich eben nicht verändert hat, bis auf Level, Gewicht, Größe, die Attacken und eben auch die Attackenschwächen und Stärken oder besser gesagt Typschwächen und Stärken. Und dann war es das mit dem etwas kürzeren Video. Dafür wird dann das Video zur Endentwicklung von Glumanda und Glutexo wieder länger und da verändert sich dann eben deutlich mehr.